Hier ist der Workers Cast mit den Themen Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung und modernes Handwerk. Spannende Handwerksunternehmer, versierte Experten und ich, Jörg Musler. Los geht's. Hallo zusammen, ich grüße euch. Hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast mit einem großen Special zum Weltfrauentag. Und deswegen kommt der Workers Cast auch am Sonntag und nicht, wie du das gewohnt bist, am Mittwoch. Zu diesem besonderen Tag habe ich heute in dieser Episode 9 absolute Powerfrauen aus dem Handwerk eingeladen, die uns erzählen, warum sie leidenschaftliche Handwerkerinnen sind, warum sie überhaupt ins Handwerk gekommen sind und warum sie sich noch viel mehr Frauen in den unterschiedlichen Handwerksberufen wünschen. Wie kam es zu dieser Folge? Die Luisa Buck hat mich angeschrieben auf Instagram, wollen wir nicht zusammen eine Folge zum Weltfrauentag machen? Sie ist Spenglerin und hat gesagt, Mensch, das sind immer noch viel zu wenige Frauen, wollen wir da eine Folge zusammen machen, Jörg? Und ich habe zu ihr gesagt, das ist eine super Idee, aber ich hatte schon immer den Plan, mal ein paar verschiedene Stimmen unterschiedlicher Handwerkerinnen zusammenzuschneiden. Und wollen wir dann nicht genau das zum Weltfrauentag machen? Das ist der Hintergrund. Und Luisa ist logischerweise auch mit dabei in diesem Podcast. Auch sie erzählt euch etwas über ihre Leidenschaft zum Handwerk und über ihr spezielles Handwerk, über die Spenglerei. So, genug von mir. Ich habe schon wieder viel zu lange geredet. Ich gebe euch jetzt nur noch kurz die Reihenfolge der Handwerkerinnen, die ihr hören werdet hier in diesem Podcast. Auf 1, die Luisa Buck alias Lulu Metal Roofer auf Instagram. Auf 2, die Sandra Hunke alias Sandra Hunke, das ist schnell zu finden. Dann haben wir auf der 3 Jacqueline Gerschler, die Dachdeckerin auf Instagram. Auf der 4 Jessica Jörges, bunte Zukunft auf Instagram. Auf 5 Marleen Solle, die findet ihr unter @mali. Dann haben wir als 6. Vanessa Didam, die findet ihr auf Instagram als @nessichen. Dann die 7, Silja Kienast, alias @thatflooringgirl. Auf der 8, jetzt muss ich gucken, na, wo habe ich die 8? Hier ist die 8. Eva Maria Kaibach ist die 8, alias @mkunst auf Instagram. Und die 9, last but not least, Paula Eberhardt, alias @paula_dachdeckerin. So, und jetzt genug von mir, 9 Powerfrauen aus dem Handwerk in einer Reihe. Zieht euch auf jeden Fall diese komplette Folge rein. Hallo, mein Name ist Luisa Buck. Ich bin Klempner-Spengler-Gesellin und 24 Jahre alt. Als Klempner-Spengler, da macht man mit Metall eigentlich so alles rund ums Haus, von der Regenrinne über die Kaminverwahrung bis hin zum Blechdach oder sogar einer ganzen Blechfassade. Das ist wirklich ganz wahnsinnig vielseitig von den Möglichkeiten her, was man da so vor allem gestalterisch ums Haus rum machen kann mit Metall. Und möchte jetzt erstmal erzählen, wie ich zu meinem Beruf kam. Und zwar ist es so, dass mein Vater einen Betrieb hat, in dem habe ich dann früher einen Ferienjob gemacht nach der Realschule. Und eigentlich wollte ich dann noch weiter aufs Gymnasium gehen und studieren und Architektur studieren, weil mir schon immer, also ich liebe alte Häuser und das hat mir schon immer wahnsinnig gut gefallen und dann dachte ich immer, okay, so ja, vielleicht studierst mal Architektur oder sowas, war mir dabei immer unsicher und habe auch nach diesem Ferienjob dann noch das Gymnasium angefangen, weil ich dachte, nein, also als Frau auf die Baustelle, das geht nicht, ich bin doch kein Powerarbeiter und habe mich dann während meiner Zeit auf dem Gymnasium da umorientiert und mir eben überlegt, dass das ja sehr wohl ein Beruf für eine Frau sein kann und dass ich eigentlich auf der Baustelle so viel glücklicher war, wie jeden Tag hinter dem gleichen Schreibtisch zu sitzen. Ich würde sagen, dass man auch als Frau sich unbedingt die Handwerksberufe mal anschauen sollte, weil viele von den Handwerksberufen einfach so wahnsinnig vielseitig und kreativ sind und Kreativität eben eigentlich eher eine weibliche Eigenschaft ist und das von dem her ganz vielen Frauen bestimmt sehr gut liegen könnte. Man muss immer wieder individuelle Lösungen für jede Arbeit finden, weil eben keine Baustelle so ist wie die davor.
und kann sich da total kreativ ausleben. Das ist wahnsinnig cool. Und abgesehen davon, wenn wir es schon von Ausleben haben, also an alle Powerfrauen, ihr könnt euch auf der Baustelle so krass austoben und ihr seid dann abends auf so eine super coole Weise total erschöpft, wie wenn ihr richtig hart trainieren wart, und das macht einfach wahnsinnig glücklich, das macht wahnsinnig viel Spaß, und ich kann das wirklich euch allen nur empfehlen, einfach mal auszuprobieren, dann wisst ihr, was ich meine. Was ich auch ganz toll finde im Handwerk, ist, dass die Betriebe oft eher relativ klein sind und dass da natürlich jeder Mitarbeiter als Person nochmal ganz anders zählt wie in irgendeinem großen Unternehmen. Das macht Spaß, man kennt die Leute gut und hat da auch einfach jeden Tag eine schöne Zeit, wenn man arbeiten geht. Und so soll es ja im Endeffekt sein. Hallo ihr Lieben, oder wie ich auf Instagram immer sage, Hallöchen ihrer Wagen. Heute ist Weltfrauentag und deswegen möchte ich ein bisschen erzählen, wieso bin ich als Frau auf die Baustelle gegangen? Wieso habe ich mich für diesen Job Anlagenmechaniker entschieden? Ich stand schon sehr früh in der Werkstatt und habe meinem Papa über die Schulter geschaut, und deswegen stand als Kind schon fest, ich möchte das Baumädchen werden, ich möchte auf dem Bau arbeiten, ich möchte mit Männern arbeiten, und habe wirklich nach 8 Jahren meine Entscheidung nicht bereut. Ich liebe es, auf dem Bau zu arbeiten, und habe wirklich noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Natürlich darf man nicht auf den Mund gefallen sein, man muss den Jungs auch mal dumme Sprüche zurückdrücken, aber trotzdem werde ich akzeptiert und werde ernst genommen, auch als Frau auf der Baustelle. Und deswegen möchte ich euch Frauen ans Herz legen, wenn ihr mit euren Händen was erschaffen wollt, wenn ihr euch dafür interessiert, probiert es einfach aus. Traut euch, auf die Baustelle zu gehen. Handwerk ist cool, Handwerk macht Spaß, und auch Frauen können das. Und lasst euch nicht entmutigen, auch wenn irgendjemand sagt, ihr schafft es nicht. Wenn man irgendwas will, dann schafft man alles. Also, liebe Frauen, traut euch, geht auf die Baustelle. Moin, moin, mein Name ist Jacqueline Gerschler, auch Jackie genannt oder bekannt als die Dachdeckerin auf Facebook, Instagram und YouTube. Ja, wer bin ich? Ich bin 35 Jahre jung, habe einen Mann und 2 Kinder im Alter von 2 und 3 Jahren. Mein Mann ist auch Dachdeckermeister, und ja, wir haben uns vor 7 Jahren kennengelernt und führen zusammen im Raum Hannover eine Dachdeckerei. Und mich hat es ein bisschen gestört, dass viele Kunden immer fachliche Antworten haben wollten, die ich ihnen leider nicht geben konnte. Daraufhin habe ich dann beschlossen, dass ich mir das ein bisschen mehr aneigne, und bin dann mit den Mitarbeitern oder mit den Jungs auf die Baustelle gefahren. Und für mich war das einfach die beste Zeit in meinem ganzen Leben. Ich habe da so viele tolle Menschen kennengelernt, sei es auf den Baustellen, die Architekten, die Bauherren, die Vorarbeiter und so weiter. Ich habe so viele tolle Baustellen gehabt, wo ich einfach so einen mega Blick von oben über ganz Hannover haben konnte. Ich habe mit tollen Materialien gearbeitet, ich habe Steildächer gedeckt, ich habe Flachdächer geschweißt, ich habe Dachflächenfenster eingebaut, ich habe Balkone saniert, ich konnte immer in Kontakt mit Kunden sein. Also das hat mir am meisten Freude gebracht, so halt ein bisschen planerisch, auch kreativ zu sein. Und ja, das war für mich die erfüllendste Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Danach bin ich dann zur Meisterschule gegangen. Es war auch sehr anstrengend und hart. Ja, aber auch das habe ich geschafft. Seit 2011 bin ich Dachdeckermeisterin. Ja, und das Thema Nachwuchsgewinnung liegt mir auch sehr am Herzen. Mir ist es eigentlich egal, ob jetzt viele Frauen oder viele Männer oder Jungs oder Mädchen diesen Beruf oder allgemein ins Handwerk gehen möchten. Für mich ist die Message einfach, dass die jungen Menschen einfach auf ihr Herz hören sollen und gucken sollen, wo sind ihre Fähigkeiten, ihre Interessen und ihre Stärken, und einfach sich versuchen auszuprobieren und nicht einfach, weil es einfach ist, ein Studium anfangen, was sie vielleicht irgendwie gar nicht erfüllt in ihrem Leben. Und ja, deswegen liegt mir das sehr am Herzen, dass ich jungen Menschen gerne zeigen möchte, was Handwerk so ausmacht, dass man es ausprobieren sollte. Und dass es ja auch viele Möglichkeiten gibt, dort aufzusteigen und nicht nur halt über den akademischen Weg, sondern halt auch über den
beruflichen Weg, dass man erstmal die Ausbildung macht und dann Step by Step halt dort auch vorankommen kann. Genau, das ist das, was ich so mache und was mich halt erfüllt und das ist meine Berufung und ich kann mir halt nichts anderes vorstellen, als für diese Tätigkeit morgens früh aufzustehen. Hallo, ich bin Jessica, ich bin 22 Jahre alt und im Internet könnt ihr meinem Weg im Maler- und Lackiererhandwerk auf der bunten Zukunft folgen. Ich habe dort nämlich angefangen mit Beginn meiner Ausbildung zu präsentieren, was ich alles während der Ausbildung zur Maler und Lackiererin mache und bin auch jetzt immer noch dabei, nach der Ausbildung zu berichten, wie so der Alltag im Leben eines Maler und Lackierers stattfindet. Ich bin eigentlich erst zum Handwerk gekommen durch ein paar Umwege, weil ich durch mein Abitur irgendwie der festen Überzeugung war, dass ich auf jeden Fall studieren muss, was ich im Nachhinein jetzt erkenne, totaler Schwachsinn ist, weil jeder muss das finden, was einem Spaß macht und woran man Freude hat, was einem liegt. Und mir liegt ganz sicher nicht das ewig lange Lernen, habe ich mittlerweile festgestellt. Ich denke, dass Frauen mittlerweile in jedem Handwerk richtig erfolgreich werden können, was ich letztendlich auch ein bisschen gezeigt habe. Ich habe angefangen, meine Ausbildung zu machen, bin Quereinsteiger durch das Abitur, habe somit auf ein Jahr verkürzt, nur zwei Jahre gelernt. Habe mich dort natürlich auch angestrengt, weil ich den Jungs zeigen wollte, was ich alles drauf habe und bin so Innungsbeste geworden. Und hatte damit die Chance, auch zum Landeswettbewerb und zum Bundeswettbewerb zu fahren und zu zeigen, wie gut die Frauen im Handwerk eigentlich sind. Und das Ganze durfte ich toppen, als ich den Auswahlwettbewerb für die Weltmeisterschaft gewonnen habe und die deutschen Maler bei der Weltmeisterschaft in Russland in Kasan 2019 vertreten durfte, was für mich eine mega große Ehre war, da überhaupt als Frau hinzufahren und da mit 27 anderen sich zu messen und weltweit zu zeigen, wie gut das deutsche Handwerk ist. Dort bin ich Fünfte geworden, auf das ich auch mega, mega stolz bin. Bin mittlerweile auf der Meisterschule und möchte mich danach mehr in unseren Betrieb einbringen und da auch eine Führungsrolle übernehmen. Was auch mittlerweile überhaupt kein Problem mehr ist als Frau. Also da darf man auch keine Angst haben und man darf sich auch von den Männern überhaupt nicht einschüchtern lassen, weil wir können ruhig zeigen, was wir können. Und das würde ich auch jeder Frau und jedem Mädel da draußen empfehlen. Zeigt, was ihr könnt und sucht euch einen Beruf auf, der euch Spaß macht, auch wenn ihr vielleicht manchmal mit Vorurteilen oder Ähnlichem zu kämpfen habt. Lasst euch davon nicht unterkriegen. Und zeigt einfach, was ihr könnt, denn wir machen uns manchmal viel zu klein. Ja, ich denke nämlich, dass in jedem Handwerk genug Möglichkeit ist für Frauen, sich erfolgreich darin zu präsentieren und auszuleben. Und das müssen wir uns einfach nur trauen und zeigen. Deswegen einen schönen Weltfrauentag euch allen. Und Mädels, wir wissen alle, wir können das auch. Mein Name ist Marlene Solle, ich bin 22 Jahre alt und derzeit im dritten Lehrjahr zur Ausbildung als Dachdeckerin. Mein beruflicher Werdegang sah bis jetzt so aus, dass ich eine Lehre zur Zahntechnikerin gemacht habe. Die ging 3,5 Jahre lang, also habe ich schon eine handwerkliche Vorausbildung hinter mir. Und nach der Zeit war ich noch mal ein halbes Jahr im Ausland. Dort habe ich aber, dort war ich beim Pferdetrainer und habe gemerkt, das ist auch nicht das Richtige für mich. Als ich wiedergekommen bin, brauchte ich einen neuen Plan, wie es für meinen beruflichen Werdegang weitergeht. Und da mein Vater eine Dachdeckerfirma leitet, habe ich da 2 Monate lang gejobbt. Und nach diesen 2 Monaten im Sommer habe ich gesagt, jo, das macht Spaß. Und jetzt bin ich seit 1,5 Jahren dabei und muss sagen, es macht mir bis heute Spaß. Natürlich sind auch Tage dabei, die nicht perfekt sind, aber das hat man in jedem Beruf. Ja, ich finde es eine super coole Sache, als Frau im Handwerk zu sein. Da es immer positives Feedback auch von außerhalb gibt. Ich habe bis jetzt eigentlich nie Negatives bekommen. Man muss sich einfach nur trauen und dahinter stehen zu der Sache, selbstbewusst sein und das
machen, worauf man Bock hat und zeigen, dass man es genauso kann wie die Männer und vielleicht sogar in manchen Bereichen besser. Und ich würde es auch anderen Frauen auf jeden Fall empfehlen, das muss nicht unbedingt Dachdeckerin sein, selbst Zahntechnikerin ist ein Handwerksberuf oder Friseurin oder Bäckerin. Man sollte das machen, worauf man wirklich Bock hat, weil der Hintergedanke ist ja immer, dass man es ein Leben lang macht oder eine sehr lange Zeit auf jeden Fall. Und deswegen, ich würde sagen, Mädels und Frauen da draußen, traut euch und macht das, worauf ihr Lust habt. Zeigt den Jungs, dass wir es genauso gut können. Und auch wenn ich mit die Kleinste bei uns in der Firma bin und vielleicht körperlich nicht die Stärkste von allen, man wächst mit seinen Aufgaben und die Jungs wachsen auch damit umzugehen. Somit würde ich sagen, traut euch Mädels und wir rocken das Ding. Ich bin Vanessa Diedam. Ich bin 27 Jahre alt mittlerweile oder jung, wie man auch immer es nennen mag. Und ich arbeite als Schornsteinfegermeisterin und das bereits im 12. Jahr. Also ich habe 2008 mit meiner Ausbildung angefangen und direkt im Anschluss meinen Meister abgeschlossen, sodass ich mit 21 dann Meisterin war. Und seither liebe ich einfach das Handwerk. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Also für mich bedeutet Handwerk definitiv Leidenschaft und Liebe zur Arbeit, Liebe dazu, Dinge mit meinen Händen zu tun, jeden Tag irgendwie rauszugehen, mit Menschen in Kontakt zu sein und zu sehen, was man halt auch geschafft hat am Ende des Tages. Das finde ich ganz besonders gut. Das macht es einfach großartig. Und deswegen habe ich mich auch halt dafür entschieden. Ich würde mir auf jeden Fall auch wünschen, dass sehr, sehr viele andere Frauen sich noch dafür entscheiden würden. Denn ja, es gibt meiner Meinung nach nichts, was einem im Leben weiterbringt, als irgendwie so viele unterschiedliche Dinge jeden Tag sehen und erleben zu dürfen. Und da wächst man halt selber total an sich oder über sich hinaus. Wenn ich überlege, wie ich früher war und wie ich mittlerweile bin, das gibt einem einfach so ein gutes Selbstbewusstsein, jeden Tag irgendwie sich neuen Aufgaben zu stellen, jeden Tag ein kleines Überraschungsei zu haben. Und deswegen fände ich es ganz gut, wenn noch ganz viele andere Frauen sich trauen würden, den Schritt zu wagen, weil ihr könnt eigentlich nur dazu gewinnen. Wir haben die gleiche Ausbildung, wir haben die gleichen Kenntnisse, wir arbeiten das Gleiche, wir leisten das Gleiche und deswegen wäre es mir sehr, sehr wichtig, dass die Menschen das anerkennen würden und man nicht mit dem Vorurteil irgendwie empfangen würde, was ab und zu leider immer noch vorkommt, dass wir vielleicht minderwertige Arbeit machen oder nicht stark genug sind. Natürlich haben wir vielleicht nicht die gleiche Kraft, die Männer aufbringen können, aber man wächst ja mit seinen Aufgaben. Ich muss sagen, ich habe ordentlich Power dazu bekommen durch meine Arbeit und kann jetzt genauso die dreiteilige Leiter tragen, mich aus dem Dachfenster herausheben und ja eine Campbell-Maschine betätigen, wie die Männer es auch können. Und das wäre ganz schön, wenn das auch irgendwann mal in den Köpfen der Menschen angelangen würde. Deswegen fände ich es vielleicht ganz gut, wenn man noch mehr Frauen irgendwie dazu bewegen könnte. Und da kommen wir auch schon dazu, dass ich vielleicht es ganz vorteilhaft finde oder ich auf jeden Fall sehr stolz darauf bin, dass so viele Frauen von uns an die Öffentlichkeit gehen, über Instagram, über Facebook, über irgendwelche Werbekampagnen und wir zeigen uns da draußen jeden Tag bei den Kunden, auch gerade bei den Kindern, die dann sehen, ja, es gibt auch Frauen im Handwerk und ich glaube, damit ist schon ein großer Schritt getan. Und gerade über so einen Podcast oder über so Plattformen wie Instagram kann man, glaube ich, eine große, breite Masse erreichen. Und ja, vielleicht schaffen wir es dadurch noch ein paar mehr Frauen für all die tollen Handwerksberufe, für die ich mich auch, wenn ich nicht Schornsteinfegerin geworden wäre, auch für einen anderen entschieden hätte, jeden Tag. Ja, vielleicht schaffen wir es damit, noch mehr Leute in das Handwerk zu ziehen. Auf jeden Fall macht ihr große Arbeit da draußen, alle Frauen, die gerade zuhören. Und ich finde es große Klasse und ich bin sehr stolz auf jede von euch. Ja, hallo, ich bin die Silja. Ich bin 23 Jahre alt, komme aus Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt und ich bin seit gut 2 Jahren Raumausstattergesellin.
Auf den Beruf bin ich gekommen, weil ich nach dem Abitur eigentlich Innenarchitektur studieren wollte, brauchte dafür aber ein 6-monatiges Praktikum und ja, so habe ich den Beruf des Raumausstatters gefunden. Im Praktikum habe ich dann aber gemerkt, dass mir das viel zu viel Spaß macht, um jetzt studieren zu gehen und bin dann einfach im Handwerk geblieben. Und ich bereue das heute auch keine Sekunde. Also ich bin unglaublich froh, dass ich diesen Weg gegangen bin und dass ich die Ausbildung gemacht habe, auch wenn viele das nicht gut fanden in meinem Umkreis. Ich liebe den Beruf wirklich jeden Tag mehr und es macht einfach so viel Spaß, jeden Tag für die Arbeit aufzustehen. Und ja, das Handwerk hat einen ganz anderen Menschen aus mir gemacht und gerade mein Beruf und auch, dass ich nebenbei noch auf Instagram über meinen Beruf berichte als That Flooring Girl. Und auch so, also wenn ich abends zurückblicken kann, was ich am Tag geschafft habe, dass ich Kunden glücklich gemacht habe, dass ich Leuten ein neues Zuhause geschaffen habe, dass sie sich wieder wohlfühlen in ihrem Zuhause und gerne nach Hause kommen. Das ist so ein unbeschreibliches Gefühl einfach und ich kann mir momentan einfach nichts anderes als Job vorstellen. Deswegen fange ich auch dann im April mit Meister an und mein großes Ziel ist auf jeden Fall, mich selbstständig zu machen später und mehr Leute und vor allem auch Frauen dabei zu unterstützen, ins Handwerk zu gehen. Ja, und dass es halt eben Normalität wird, dass Frauen im Handwerk sind, ne? Also, dass man nicht mehr wie so ein Alien angeguckt wird, wenn man auf die Baustelle kommt. Aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Aber gerade deswegen ist es wichtig, dass mehr Frauen ins Handwerk kommen und auch ja, sich einfach trauen und nicht nur das machen, was die anderen von einem wollen. Und hätte ich das gemacht, was die anderen von mir erwartet hätten, dann wäre ich heute auch nicht hier, wo ich bin. Ja, und es macht mich unglaublich glücklich, was man mit dem Handwerk alles erreichen kann, auch alleine über Instagram. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich dieses Interview machen konnte. Und ja, bis dann. Hallo zusammen. Mein Name ist Eva Maria Keilbach, ich bin gelernte Glasermeisterin und Betriebswirtin im Handwerk. Ich bin selbstständig in der 6. Generation in unserem Familienbetrieb in Schöntal, das liegt in Baden-Württemberg und uns gibt's schon seit 1840. Wir haben noch nie was anderes gemacht, wie Fenster zu bauen und alles, was noch so dazugehört. Man könnte also meinen, der Fensterbau ist mir in die Wiege gelegt worden, liegt mir im Blut. Trotzdem habe ich eigentlich nie vorgehabt, in die Firma meiner Eltern einzusteigen. Ich habe erstmal meinen Realschulabschluss gemacht, habe dann am kaufmännischen Berufskolleg Abitur gemacht und eine Ausbildung. Ausbildung zur Bürokauffrau. Habe dann auch jahrelang bei meinen Eltern in der Firma als Bürokauffrau gearbeitet und mich erst später entschieden, meine zweite Ausbildung zur Glaserin dort zu machen. Ich hatte auch nie geplant, die Firma mal zu übernehmen, habe dann erst durch die Arbeit im Büro und mit den Kollegen in der Produktion gemerkt, dass das mir Spaß macht und ich mir das vorstellen könnte. Und mich dann entschieden, mit Mitte 20 doch noch die zweite Ausbildung zur Glaserin in der Fachrichtung Fenster- und Glasfassadenbau zu machen. Danach habe ich dann auch gleich noch den Meister rangehängt. Dass ich mich erst mit Mitte 20 dazu entschieden habe, hängt, glaube schon auch damit zusammen, dass ich eine Frau bin. Ich lange hin und her überlegt habe, ist denn das was für mich? Ich kannte bis dahin auch wirklich keine andere Frau im Fensterbau. Auf allen möglichen Schulen ist man immer nur Männern begegnet. Und dann war da schon so in meinem Kopf, jetzt bist du schon Mitte 20. Ist eigentlich ein Männerberuf, wenn man das so sagen kann. Und alle, die mit dir dort die Ausbildung machen werden, werden so um die 15, 16 pubertierende Jungs sein. Willst du das antun? Und dann habe ich mir gedacht, hey, dich interessiert das. Du hast dir eigentlich den Entschluss getroffen, die Firma zu übernehmen und dann musst du das jetzt machen. Und ich habe auch recht schnell gemerkt, dass mir das Ganze sehr gut liegt, dass ich sowohl in Theorie als auch in Praxis wirklich gut bin. Danach dann im Meisterkurs in Karlsruhe war ich auch wieder die einzige Frau, was wirklich sehr schade ist, aber ich kenne auch tatsächlich nur sehr wenige Frauen bei uns in der Branche und würde mich sehr über mehr Frauen im Handwerk allgemein und natürlich auch im Fensterbau freuen.
Jetzt bin ich seit 5 Jahren gemeinsam mit meinem Vater in der Geschäftsleitung in unserem Familienbetrieb und bin mega happy, dass ich mich für die Ausbildung und den Meister entschieden habe. Ich habe es nie bereut und kann allen da draußen nur empfehlen, wenn ihr Interesse an einem Handwerksberuf habt, egal ob Mann oder Frau, probiert's aus, schnuppert mal bei einem Praktikum rein, schaut, ob's was für euch ist. Und speziell den Mädels würde ich empfehlen, egal ob Männerberuf hin oder her, egal was andere sagen, wenn ihr euch vorstellen könnt, ins Handwerk zu gehen, macht es, probiert's aus, traut euch, einfach machen. Es ist einfach toll, wenn man ein Projekt erfolgreich beendet, bei dem man von Beginn an dabei war, vom Angebot über die Fertigung bis zur Abnahme und dann am Ende das glückliche Gesicht des Kunden sieht, wenn er sich über seine neuen Fenster freut. Und bei dir möchte ich mich jetzt nochmal bedanken. Danke, Jörg, dass du uns Frauen im Handwerk am Weltfrauentag durch deinen Podcast hier die Plattform bietest, mal wieder zu zeigen, dass es doch schon einige, viele Frauen im Handwerk gibt und wir hiermit vielleicht noch mehr Mädels motivieren können, das Handwerk als Alternative zu sehen. Hallo, ich bin Paula Eberhardt und 21 Jahre alt. Auf Instagram kennt man mich als Paula Dachdeckerin. Ich bin seit einem Jahr Dachdeckergesellin. Vorher habe ich meinen Realschulabschluss gemacht und danach direkt eine Ausbildung zur Dachdeckerin. Der Beruf Dachdeckerin bietet viele Möglichkeiten. Es ist cool als Frau auf dem Bau, weil man sich einfach mal schmutzig machen darf und den Leuten zeigen kann, dass man das als Frau ausschaffen kann. Manchmal muss man sich bei den Männern zwar durchsetzen, aber das ist alles kein Problem. Ich würde mir auf jeden Fall die Baubranche mal genau anschauen, weil es so viele coole Berufe gibt. Und man kann mit den eigenen Händen was erschaffen. Man sieht zum Beispiel am Ende des Tages genau, was man den ganzen Tag über gemacht hat. Ist schon ganz cool, der Beruf. Also, wenn das mal kein Statement für das Handwerk, für mehr Frauen im Handwerk, für die Leidenschaft fürs Handwerk war, dann weiß ich's auch nicht. Und jetzt geht mein Schlussappell an dich. Es gibt zu dieser Podcast-Folge auf allen Social-Media-Kanälen, wo ich vertreten bin, und das sind fast alle, ein Posting. Also du findest dazu was auf Facebook, in den Facebook-Stories, auf Instagram, in den Instagram-Stories, auf Twitter, auf Xing, auf YouTube. So, und jetzt hört's dann auf. Aber ich denke mal, das sind genug. Teile diese Podcast-Folge mit der Botschaft dieser neuen Frauen aus dem Handwerk. Kommentiere das gerne, wenn du selbst eine Frau aus dem Handwerk bist und diese Botschaft unterstützt. Egal was, aber ich glaube, diese Botschaft müssen wir nach draußen bringen. Und das ist jetzt meine abschließende Bitte an dich. Mach das und gib dieser Botschaft noch ein bisschen mehr Kraft. So, das war das Special zum Weltfrauentag. Was Besonderes am Sonntag. Es wird am Mittwoch deswegen keinen Workerscast geben. Das war also die Folge für Mittwoch, schon am Sonntag. Und übernächste Woche, wenn du das jetzt auch wirklich am Sonntag hörst, hören wir uns dann wieder ganz regelmäßig hier im Workerscast. Bis dahin, ich wünsche dir was. Hab eine gute Zeit. Ciao, dein Jörg. Hey, hier ist nochmal Jörg. Und, hat's dir gefallen? Dann lass mir doch bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dann gib mir dein persönliches Feedback, damit ich diesen Podcast immer weiter verbessern kann. Danke schon mal. Ciao, ciao, dein Jörg.